Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring Let's Play. Mein Name ist Profi Amateur und ja, wir sind in den Katakomben der Kriegsopfer und haben diese in der letzten Folge ja komplettiert, nenne ich es mal. Wir sind jetzt hier, also da können wir jetzt auch einen Haken dran setzen und somit müsste Kellet für uns kein Geheimnis mehr besitzen. Ne, jetzt haben wir eigentlich hier unten alles soweit abgehandelt. Dann habe ich gesehen, dass es hier vorne, genau hier, einen Boss noch gibt. Und zwar nämlich den Boss, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr dieses Spiel das erste Mal spielt, kommt ihr irgendwo raus und da kommt so ein Vieh mit so mit diesen ganzen Beinen und mit dem Schild und dem Schwert und kämpft gegen euch. Und das soll man eigentlich verlieren, ne? Und das verlieren auch, glaube ich, 99,9% aller Anfänger, die das Spiel bestreiten, sterben da. Da kommt man hin. Aber wie? Und das zeige ich euch. Und zwar hier vorne. Ihr erinnert euch, die vier Glockentürme. Das sind quasi vier Portale. Vier Portale, wir hatten die, dafür braucht man magische Steinschwertschlüssel. Wir hatten, ich glaube, haben wir noch eins? Das muss ich ja mal, auch mal schauen. Im Inventar. Da. Wir haben noch zwei. Ne? Wir hatten die anderen schon benutzt. Zum Testen. Und dann haben wir gesagt, oh, vielleicht brauchen wir die noch. Wir behalten die bei. Jetzt haben wir sie immer noch. Und damit können wir nämlich die Portale öffnen. Vorher töten wir aber noch ein Adler Minimum. Zwei noch besser. Weil ich das muss. Und dann hatten wir hier eine Truhe. Genau, die haben wir aufgemacht. Und dann hatten wir noch die Portale. Ein Portal, wie gesagt, hatte ich ja schon aufgemacht. Mit dem Steinschwertschlüssel. Und genau, an jedem Turm war eins. Also, schauen wir jetzt mal hier. Genau, hier ist zu. Benutzen. Und das Portal geht auf. Benutzen wir auch gleich mal, weil wir wollen ja schauen, ob das jetzt das ist. Ich meine, von diesem Portal kommt man zu dem einen Boss aus dem Tutorial. Ja, genau. Kapelle der Erwartung. Da ist auch sogar mein Marker, ne, den ich da ja eben gerade gesetzt habe. Das hier ist diese, ja, Burg, nenne ich es mal. Hier, jetzt sieht man es besser. Ne, da kommt man so normal nicht hin. Nur über diesen Portal, magischen Steinschwertschlüsselportal hier oben. Bei den vier Glockentürmen. Ja, und da ist auch schon gleich der Boss, dem werden wir mal ganz kurz besiegen. Hoffe ich doch. Alter. Voll die Kombination. Aber jetzt kriegt er blutige Ströme. Und dann war Feierabend. Ne? Ein bisschen gespielt mit dem Jungen. Und wir kriegen das ornamentale Schwert und ein goldenes Bestienschild. Ornamentale Schwert, da können wir auch gleich mal gucken. Wo ist es? Sah doch so. Hier sind der Dolch hier. Das was nicht. Hier ist es. Ornamentales Schwert. Goldene Härte hat es als Sonderfähigkeit. Skaliert mit Stärke und Geschicklichkeit. Und ist ein sehr gutes Schwert, was man auch ziemlich früh bekommen kann. Und genau. Einzigartiges Talent, goldene Härte. Kreuzt die zwei Schwerter, um ihre Angriffe mit heiliger Essenz zu stärken, ist dieser Effekt aktiv,
werden starke Angriffe als Kombo mit zwei Waffen ausgeführt. Ne? Also der teilt sich dann sozusagen dieses Schwert. Und ja, man hat dann zwei Schwerter. Und das war es eigentlich schon. Ne? Das ist ja quasi im Tutorial kommt man hier vorne raus. Wenn ihr euch erinnert, so die ersten Spielschritte von diesem Spiel, ne? Dann habe ich hier alles erkundet. Man geht hier durch, dann kommt das Vieh, tötet einen und dann wacht man ja wieder neu auf, sag ich mal. Ne? Und dann beginnt ja das Spiel jetzt richtig. Okay, das war einmal dazu. Dann porten wir uns nochmal dahin. Weil es gibt ja noch ein Portal, was wir noch nicht beschritten haben. Und auch das werden wir uns angucken, bevor wir dann ins Altus-Plateau uns begeben werden. So, das war der Turm da hinten. Oh, das war tief. Genau, dieses Portal haben wir ja benutzt. Da sind wir ja dann bei Nokron oder so rausgekommen, ne? In dieser, unten in dieser Stadt. Die ewige Stadt Nokron. Und hier können wir auch nochmal den Steinschlüssel benutzen. Der ist jetzt zerbrochen. Jetzt haben wir auch keinen mehr. Ist auch egal, weil wir brauchen auch keinen mehr. Und dann reisen wir mal los. Und ich bin jetzt mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Alles klar. Wir sind im Farum Azula. Zerfallenen Farum Azula. Wie kommen wir hin? Was machen wir? Oh, wir sind ja voll weit weg. Okay. Das ist jetzt interessant. Wird der irgendeinen Sinn und Zweck haben, dass wir hierher geportet sind? Ich schaue jetzt mal hier, ob hier irgendwas rumliegt. Jumpen wir mal hier runter. Da geht's weiter auf diesen Plattformen. Wir gucken nochmal, wo das genau ist. Wir sind ziemlich weit außen, ne? Wir sind ziemlich weit außen hingeportet worden. Interessant. Da unten sind so ein paar Viecher. Ich würde jetzt hier runterspringen. Müsste klappen, jo. Oh mein Gott! Alter Schwede! Okay, da hat uns mal ganz schnell gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Da müssen wir gleich nochmal hin. Da müssen wir nochmal hin. Okay, also da hat man keine großen Möglichkeiten, noch sich welche einzustecken. Da muss man wirklich den ersten Schlägen ausweichen. Ja, wenn wir dann ansetzen können, dann geht's ja, ne? Aber wenn er den ersten Schlag macht, hat man ja gesehen, ne, was dann passiert. Dann ist ganz schnell Feierabend. Aber interessant, und ich frage mich, was das soll. Also warum man hierher kann und ob es hier nicht noch irgendwas gibt. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ah, das war jetzt die erste Attacke, genau. Die wir dann doch lieber mal entgehen wollten. Rubbeln hier mal um die Mauer. Ups. So, jetzt haben wir nur noch 1 gegen 1. Ja, wir machen das in aller Ruhe fertig, frisch. Trinken nochmal einen Red Bull, ne? Und dann geht's weiter hier. Zack. Der hat jetzt nicht so die Probleme dargestellt. Aber was ist das hier? Warum
sind wir hier so weit außerhalb. Ich schaue nochmal, aber da geht's weiter. Also einen Weg sehe ich noch, den man beschreiten kann. Hier auf jeden Fall nicht. Dann hier vorne runter. Hier liegt noch was. Ein Perlendrachen-Talisman. Und das war's, ne? Perlendrachen-Talisman, da gucken wir jetzt nochmal. Aber ich meine, wir haben sogar den Stufe 2 Perlendrachen-Talisman, ne? Ja, klar. Und das war ein normaler Perlendrachen-Talisman. Den kriegt man hier tatsächlich. Und auch recht früh, ne? Man muss halt nur an diesen beiden Kollegen da vorbei. Dann kann man sich den hier gönnen. Und dann ist man gegen Fernkampfschaden gewappnet. Alles klar. So viel dazu. Das ist also der Vollständigkeit halber nochmal zu erwähnen. Gut. Ich meine, Liurnia haben wir dann auch soweit. Wir haben hier alle Dungeons gemacht. Den Drachen getötet. Dann haben wir hier noch. Hier ist auch alles ready. Genau. Wir haben in Altus Plateau 3 Dungeons. 1, 2, 3 übersehen. Und die würde ich jetzt noch gerne mit euch machen. Ich denke mal, dass die, also hier ist ja diese Treppe. Und wir müssen halt links davon uns begeben. Und ich meine, da war, wir sind da schon mal gewesen. Aber sind da abgehauen, weil da irgendwie ein Vieh war. Der uns, da wollten wir nicht gegen kämpfen. Da haben wir jetzt mal Reis ausgemacht. Ein Bär oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war der nicht ohne. Na gut, das ist ein normaler Bär. Den können wir mit einem Schlag erledigen. Das ist kein Problem, aber irgendwas anderes war hier noch. Und deswegen haben wir das. Oder war hier so eine riesige Pflanze oder so? Nee, ein Riesenbär, sag ich doch. Und gegen den wollten wir nicht kämpfen. Da hatten wir keine Lust. Aber jetzt schon. Dann gehen wir mal kurz runter von unserem Pferd. Ups. Ströme und dann ist auch Ende im Gelände. So, Bestienblut. Und hier müsste jetzt irgendwo eine Höhle sein, ne? Das haben wir natürlich nicht erforscht, weil wir nicht gegen den Bären hier kämpfen wollten. Oder bin ich jetzt völlig daneben? Ich schaue nochmal auf die Karte. Nee, nee. Ist schon direkt hier vor uns. Aber da vorne in der Nische gab es ja auch noch was. Und das ist glaube ich, diese Giftpflanze. Wir haben ja die Giftboli am Start. Jetzt haben wir sie. Und jetzt sieht man es, ne? Da hinter dieser Pflanze, da ist die Höhle. Die hat die verdeckt. Wir schauen nochmal ganz kurz hier, ob hier noch irgendwas liegt. Alles unentdeckt und unerforscht. Ja, Lendell zum Beispiel. Aber der ist ja jetzt in Schutt und Asche, im wahrsten Sinne des Wortes. Lendell hätten wir natürlich auch noch ein paar Sachen erledigen können. Das ist jetzt aber passé, weil wir die Story weiter vorangetrieben haben.
Aber sowas wäre dann nochmal fürs New Game Plus oder so eine interessante Alternative. Parfümeursgrotte ist das. Oh, wir haben auch ganz schön Runen uns zusammengehamstert. Ballern wir nochmal ein bisschen in Arkanenergie rein, aber eigentlich brauchen wir es nicht mehr. Wir könnten auch die Runen sparen und uns dann Zeug kaufen. Das dann ins New Game Plus mitnehmen. Aber wir machen ja jetzt mal alle Dungeons und dann noch gucke ich noch, wie man zu den Bossen kommt. Das ist dann in den folgenden Let's Plays dann noch. Wird das noch thematisiert? Mit seinem kleinen Knüppelschild. Dem kann er uns jetzt mal gar nichts. So, da vorne haben wir eine große Pflanze mal wieder. Oh, da ist aber vor ist noch so ein Zauberer. Ne? Der ist mieser. Da ist diese Vergiftung. Ja. Anti-Gift-Bowl habe ich am Start, ne? Hört auch mal auf. Ansonsten kriegt er von mir jetzt hier einen Bogen. Alter! Oh, kriegt er drei Dinger. Was soll man sich hier abrackern, ne? Dann macht man es halt so mit kurz und schmerzlos. Scherbe eines lebenden Gefäßes und ein paar Glühwürmchen kriegen wir hier von dem geschenkt. Oh, war es das jetzt hier? Jetzt die Frage. Hier unten ist soweit alles fertig. Aber hier geht's. Guck mal, hier ist eine kleine Statue und da geht's auch noch nach oben. Das riecht doch nach Boss-Arena aus. Oder das sieht nach Boss-Arena aus. Das riecht förmlich nach Boss. Aber nein. Das ist jetzt wieder der Ausgang. So sind wir hochgekommen. Ja, dann. Ist das hier? Ich kann ihn mir eigentlich nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Moment, bevor wir jetzt hier die Segel streichen, ich schaue nochmal. Ich sehe hier nichts. Hier vielleicht? Oh, hier geht's noch weiter. Nach unten. Ah ja. Ah ja, wusste ich's doch. Das wäre mir jetzt zu einfach gewesen. So nicht. Nachrichten, warum immer Chaos? Naja. Weil es nun mal so ist. So. Und da unten, das sieht doch eher schon. Ah ja, da geht's doch noch weiter. Oh, und das hier ist so eine Astel. So ein Vieh, ne? Die mag ich eigentlich nicht, die Viecher. Hey, hey, hey. Oh nein! Oh nein! Ah,
Das war jetzt natürlich Dusseligkeit von mir. Ist aber nicht schlimm. Wir laufen jetzt durch, weil wir jetzt wissen ja, wo es lang geht. Ja. So springen und so, das ist nicht meins. Wir laufen hier auch durch. Das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Oh! War gut, dass ich hier runtergesprungen bin. Ne? Hier gibt es ja noch zwei Truhen. Einmal eine Parfümflasche. Und eine Scherbe des lebenden Gefäßes, ey. Alles klar, jetzt müssen wir trotzdem da irgendwie an das Vieh vorbei, ne? Da kommt er. Kann man eigentlich... Alles klar, ja, 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 jetzt... Kann man den eigentlich mit dem Bogen noch ein bisschen... Oh ja, da kriegt er gut Schaden. Da ist er down. Wunderbar. Konnten wir dieses... Ah, die sind aber auch eklig, die Viecher, ne? Konnten wir den besiegen? Wow, und schauen jetzt mal an, wo es hier weitergeht. Also sieht das doch schon interessant aus, weil es da hinten geht es definitiv weiter. Ja, PUBG. Oh, hier ist das Bossportal. PUBG. Die guten alten PUBG-Zeiten. Haben wir früher auch gespielt. Da war es aber noch hart in der Beta-Phase. Mein Bruder und der Chef von meinem Bruder tatsächlich. Wir zu dritt. Das war lustig. Aber das war dann halt so, da war es halt noch so verbuggt und die Server-Performance war so im Eimer, im Argen, dass man dann wo man dann hingeschossen hat, das hat dann so geleckt, so, ne? Also das war einfach nur so Glück. Mit Glück und Geschick hast du dann gewonnen oder auch nicht, ne? Jawohl, wir stehen hier vom Bossportal vor dem nächsten. Oh, und schauen mal, was uns jetzt hier hinter erwartet. Maltöter und Miranda, die faulige Blüte. Okay, wir kümmern uns jetzt um den Maultöter und den Maltöter. Okay, da ging er schnell down. Und Miranda... Ist das nicht ein Getränk? Miranda? Maltöter-Grußbeil haben wir als Geschenk bekommen. Heißt das nicht Miranda? So wie Fanta ist das, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Bin ich so der Limonadentrinker? Ja, genau. Dönerstag-Ärzt. So, interessant ist ja noch da hinten. Wie kommt man da hin? Also ich sehe hier aktuell keine Möglichkeit. Ich schmeiß mal hier einen Stein runter, nur um zu gucken. Leuchtestein, wo sind sie? Ah. Und es zerschellt, also das ist keine gute Idee, da hinzukommen. Aber wie kommt man da hin? Das ist ja echt interessant. Wenn ich natürlich hier die Blutflecken, ne, die verheißen nichts Gutes. Da haben schon einige versucht, irgendwie da hinzukommen und dann sind sie elendig verreckt. Hm. Nee. Lassen wir das mal lieber. Dann gehen wir zum
da wo der Bosskampf stattgefunden hat und porten uns nach draußen. Dann hätten wir diese Höhle definitiv aber auf jeden Fall erledigt. Ne, mit diesen beiden Bossen hier. Und gucken uns die nächsten Dinge an. Seit Tag 1 PUBG, das ist natürlich nicht schlecht. Also wir waren wirklich auch sehr early. Ich meine schon, war das schon 2017 oder 2018? Also es muss schon echt ein paar Jährchen her sein. Da haben wir PUBG angefangen. Gab es nur die eine Mappe? Also noch nicht hier die mit der Wüste und so. Matsuto TV. Herzlich willkommen und viel Spaß im Lurk, mein Freund. Ich meine, wir haben das schon sehr, sehr früh gespielt. PUBG. Aber wie gesagt, am Anfang hat es doch arge Bugs gehabt. Hauptstadt, weil hier werden wir uns hinporten und dann gibt es nämlich noch zwei Dungeons, die direkt... Du hast recht, Matsuto TV. Ich trinke zu wenig. Das werde ich jetzt auch tun. Ein schönen Schluck kaltes, klares Wasser. Also super nett von dir. Wenigstens einer, der auf mich achtet. Okay. Ah, hier können wir ja das Pferdchen benutzen. Und, ah ja, habt ihr das gesehen? Rechts. Rechts am Bildrand. Das habe ich nämlich übersehen. Wir haben ja hier vorne gegen diesen goldenen Ritter gekämpft, ne? Und dann sind wir ja, wir wollten ja unbedingt in diese Stadt rein und dann gleich nach vorne durchs Tor. Aber wir haben hier eine Statue. Die werden wir mal berühren, weil die können wir noch berühren, weil die wird uns nämlich nach unten leiten. Genau. Da, wo ich es auch markiert habe, ne? Hier unter uns gibt es eine Höhle und gegenüberliegend noch eine. Da vorne. Diese beiden Sachen werden wir jetzt machen. Wir müssen halt nur gucken, wie wir unbeschadet nach unten kommen. Aber ich habe da so eine Idee. Wenn wir jetzt nämlich hier außen rumreiten. Ja, absolut. Ich bin auch froh über jeden, der vorbeikommt. Und wenn er nur mal kurz Hallo sagt, dann weiß ich, alles klar. Er hat mich nicht vergessen. Und das ist doch das Schönste, was einem passieren kann. Hier geht's arg tief runter. Aber hier vorne scheint es wie so eine Sackgasse zu geben. Das heißt, wir versuchen es mal auf der anderen Seite. Und das geht, glaube ich. Wenn wir jetzt hier rüberspringen. Ich glaube, das funktioniert. Das sieht nicht hoch aus. Hüpf. Ja, das passt. Das passt wunderbar. Und das hier sieht man nochmal den Eldenbaum, der brennt, ne? Wie nichts Gutes. Da vorne ist ein Dungeon, aber hier vorne müsste auch einer sein. Hier ist es. Total versteckt. Würde ich im Leben nicht finden. Regen um Regen. Es sei denn, man sucht natürlich wirklich jeden Winkel des Spiels ab. Aber wir haben es übersehen. Holen wir nach. Und zwar die Seitengruft von Auritza. Gnade haben wir soweit berührt. Ja, und ich teste jetzt schon mal aus. Das sind jetzt hier die, diese Folge wird nur 30 Minuten gehen und die nächste Folge dann auch. Dann wollen wir mal jetzt das so ein bisschen verkürzen, das Let's Play. Weil mein nächstes Let's Play, wie hatte ich ja schon angekündigt, wird auch so diese Taktung haben von maximal einer halben Stunde. Von daher passt das. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Elden Ring. Mein Name ist Profi Amateur.
bis dahin. Ciao.